Die erste Breitenfurter Kulturveranstaltung nach dem Lockdown führte das Publikum quer durch Musical, Operette und Pop. Der Veranstalterin ist unter anderem die Förderung junger Talente ein Anliegen. Ein neues musikalisches Projekt in Breitenfurt. Das Trio Rot-Blond-Braun gibt auf komödiantische Art einen Einblick in das Liebesleben der Generation 30 ist das neue 20. 30, ledig und kinderlos, ob das die einzigen Gemeinsamkeiten der drei sind? Und wer sind die drei? Rebecca Soumanier, Caroline Zins und ich bin die Lena Weiß. Und ja, wir haben uns eigentlich aufgrund Corona, weil wir endlich mal alle in Wien waren und Zeit hatten, zusammengetan und haben beschlossen, so, dann stellen wir uns selber was auf die Beine. Ein musikalisches Erlebnis und das erste Konzert nach der Krisenpause. Wir probieren das einfach aus, weil Sie sehen ja, die Leute wollen zusammen sein, man will zusammenkommen. Und ich glaube, Kultur und Kunst gehört einfach zu uns. Wir haben alle drei Musical studiert und leben das seit vielen, vielen Jahren. Und es war immer ein großer Traum. Und auf der Bühne normalerweise spielt man immer ein fixes Stück. Und es wird vorgegeben und jetzt durften wir halt selber mal kreativ werden. Und das ist das Coole. Haben Texte umgedichtet und Dialoge geschrieben. Ich leite seit über 10 Jahren die Breitenfurter Kulturgemeinschaft. Wir haben viele Veranstaltungen vor Ort. Das ist uns nämlich sehr wichtig, dass wir nicht wegen jedes Konzerts oder so nach Wien fahren müssen. Obwohl Wien ja in nächster Nähe ist und wir wollen das gerne im Ort unterstützen und ich bekomme auch große Unterstützung seitens der Gemeinde Breitenfurt. Wir merken auch, in unserer Gesellschaft gibt es natürlich eine gewisse Spaltung. Die einen, die sagen, keine Veranstaltung. Wir haben als Gemeinde hier den goldenen Mittelweg und mit Vernunft und Hausverstand denken wir, dass man, glaube ich, vernünftig Kulturveranstaltungen auch durchführen kann, wenn es ganz besonders am im Freien sind. Der Abend in Breitenfurt führte zum Teil a cappella durch verschiedene Musikstile, vom klassischen und modernen Musical über Chanson zu Barette und Pop bis hin zum Austropop. Und auch der Humor kam nicht zu kurz. Kennst ihr Tinder? Also da wischt man Männer so hin und her. Ja, und Männer wischen auch Frauen hin und her. Ja, ist rechts. Nein, ist links. Und wenn sich zwei Beine nach rechts wischen, dann gibt es halt Situationskomödie, würde ich sagen, und auch aus dem Leben gegriffen ganz viel. Also viel Privates dabei. Ja, das stimmt, ja. Und unseren Humor, den wir vor allem selber sehr lustig finden. Und hoffentlich das Publikum auch. Sing keinen Mann, sing keinen Mann.